Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe vom Schlagerexpress. Ja, und heute haben wir einen ganz speziellen Gast bei mir, der mich riesig freut. Sie müssen mal das so richtig auf der Zunge vergehen lassen. Er ist zweifacher Echo-Gewinner, hat über 6 Millionen Singles verkauft und über 7 Millionen Alben. Und das Tüpfchen auf sie ist, er ist auf über 40 Millionen Compilation-Alben vorhanden. Und er bringt uns ein neues Studioalbum mit Hits aus den 90er. Und meine Frau ist ganz riesig, dass er bei uns ist. Herzlich willkommen, Lou Bega. Danke, danke für die tolle Ansage. Dankeschön, dass ich bei dir sein kann. Lou, du verstehst mich jetzt schon, ich versuche mit Schweizer Hochdeutsch jetzt. Ich habe sogar das verstanden, was du jetzt gesagt hast. Ja. Du bist aber nicht so viel in der Schweiz, dass du das mitbekommen hast, oder? Nein, ich war relativ oft in der Schweiz, also als Lou Bega und natürlich auch im Privaten. Das ist ein wunderschönes Land. Und, wunderschöne Natur und Städte und die Schweiz ist ein Ort, an dem ich ganz gerne immer war. Ja. Lo, auch in der Schweiz warst du ja über 50 Wochen mit der Single in den Charts und 11 Wochen alleine da auf Platz 1. Was mich interessiert, die Produktion selber, die mit deinem ganz großen Hit Mambo No. 5, die wollte man ja eigentlich vorhin gar nicht veröffentlichen. Wie ist denn das zustande gekommen? Ja, du musst dir vorstellen, ich war quasi ein Musiker und hatte Platte, diese CD in der Hand und bin quasi rumgerannt bei Plattenfirmen damals und wusste, ich habe da was Gutes in der Hand, ja, und damit könnte man es schaffen. Und die erste Plattenfirma, daran erinnern sich viele, hat das gehört. Sie hätten also diesen großen Hit nehmen können und damit auf Jahre hinweg saniert werden können. Aber der Mann, der damals dort saß, hat das anders gesehen. Er sagte wortwörtlich, das ist altmodisch, mit diesem Quatsch kannst du niemanden hinterm Herd hervorholen, versuch irgendwas Moderneres zu kreieren und dann komm wieder zurück. Ja? Diese Worte haben wir uns quasi gemerkt. Zum Glück war es aber so, wie es immer im Leben ist, es gab eine Person damals, die hat es erkannt von einer gewissen Plattenfirma. Ne? Lautstark hieß die in kleines Label und die hat sofort zugeschlagen, hat den Vertrag gemacht und ein paar Wochen später war das Ding dann quasi schon Nummer 1. Der arme Mann, der da bei dieser Plattenfirma saß, die eine sehr renommierte war, hat, denke ich mal, seinen Platz damals eingebüßt, weil es ging nicht darum, einen Hit zu erkennen. Ja? Wir erkennen manchmal nicht alle Hits, aber es war sehr respektlos, wie er diese Nummer quasi abgewischt hat, so eine Art, komm erst wieder zurück, wenn du erwachsen bist. Und dann trotzdem hat es ja funktioniert von 0 auf 100. Wie bist du damit damals umgegangen? Ich muss dazu erklären, meinen Schweizer Freunden, mein Vater starb 4 Wochen vor der Veröffentlichung an einer Krebserkrankung, die mich quasi 6 Monate im Krankenhaus gehalten hat. Also ich war immer bei ihm, so gut ich konnte, habe dann nebenbei eben alles vorbereitet für die Mambo Nummer 5 Saison und habe dieses Doppelleben gelebt. Er starb dann 4 Wochen vor der Veröffentlichung und das hat mich ziemlich am Boden gelassen, weil ich eben diese Erfahrung gemacht habe, dein eigener Papa stirbt, den du sehr geliebt hast, gleichzeitig geht eine Tür auf, und du hast ein vollkommen neues Leben. Und das Schöne daran ist, mein Papa hat seine letzten Worte auf dem Sterbebett waren, als ich ihm die Nummer vorgespielt habe, das wird dir Türen öffnen, mein Sohn. Das hat er gesagt und er hat prophetisch gesehen recht gehabt. Und daran habe ich mich immer erinnert, in Zeiten, wo es vielleicht ein bisschen härter war für mich. Und ich glaube, das hat mich am Boden gehalten. Wow, Wahnsinn. Und jetzt bringst du natürlich auch dein neues Album aus den 90ern. Erzähl mal etwas darüber. Oh ja, wir waren, Roland Spremberg ist... Ich muss ja sagen, ich habe das Album gehört. Ich muss sagen, also gute Laune Party pur. Ich muss echt sagen, dieses Album, das spornt sogar mich an und ich habe es natürlich jetzt auch schon. Also wenn man um gute Laune redet oder gute Laune Party will, dann ist ganz klar, da darf der Lou Bega nicht fehlen. Danke, da darf der Lou Bega nicht fehlen. Ich wurde immer von meiner Mama als Kind mitgenommen zu ihrer Arbeitsstelle und sie hat mit Nonnen zusammengearbeitet und diese Nonnen haben immer zu meiner Mama gesagt, dein Sohn ist ein Sonnenschein. Immer wenn er zur Tür reinkommt, geht die Sonne auf. Und das wollte ich quasi in die Musik mit reinpacken, dass, weißt du, Menschen, wenn sie das hören und fühlen,
diese Zeit, diese Bedrängnis, in der wir uns alle gemeinsam ja irgendwie befinden, auch mal weglassen können. Sie nicht vergessen, das können wir nicht, weil sie immer da ist, aber zumindest mal auf einer freudigeren Spur surfen. Wir, die alle die 80er und die 90er vor allem miterlebt haben, können uns noch an ein Jahrzehnt erinnern, wo die Hoffnung im Zeitgeist mit verankert war. Ja? Mhm. Der Ost-West-Konflikt ist ausgegangen, ne? Also die Sowjetunion ist gefallen, sogar Deutschland ist auf eine friedliche Art und Weise zusammengewachsen. Die Börsen haben geboomt. Man konnte bei Fernsehshows einen Snoop Dogg, einen Gangster-Rapper, neben einen DJ Bobo stellen und keiner hat irgendwie gesagt, oh, das passt jetzt nicht. Es gab keine Klassifizierungen auf die Art, wie es heute so ist. Es waren alle nebeneinander gestanden. Ich will jetzt nicht das Bild zeichnen, dass die 90er das pure Paradies waren. Nein, das ist auf der Erde nicht möglich. Aber wenn man das musikalisch auch einfangen kann, dachte ich mir, würde das den Menschen, die diese Zeit nicht mitgemacht haben, sehr helfen, diese Bedrängnis, in der wir alle sein, entgegenzuwirken. Wie war das im Prinzip? Hast du nur die Titel aus den 90er selber ausgesucht oder haben man sie dir auf dem Tablet serviert? Es fing an, ein Jahr vorher, Roland Spremberg und ich hatten quasi das Angebot bekommen, Scatman, also den Künstler Scatman, seine Stimme zu benutzen. Ja? Er hat eine Witwe und Menschen, die sich um sein Wohlergehen nach dem Tode kümmern und sie sagten ja dazu, seine Stimme mal zu verwenden. Dieses bekannte I'm a Scatman, ne? Diese Scat-Geschichten. Und es war interessant. Ich wusste nicht, was dabei rauskommt. Wir waren im Studio und als wir dann fertig waren, wir haben natürlich den Song nicht nur gecovert, sondern was Neues daraus ausgemacht, was Neues geschrieben auch. Scatman und Headman, also Scatman und ich bin der Headman, klar, ich habe nur einen Hut auf, sind zusammen und wir reisen quasi durch die Zeit. Ja? Wir vergessen den Tod und all das, wir reisen durch die Zeit und kommen 2020 an. Das ist der Vibe des Songs und der lief auf einmal in Radiostationen in China, in Mexiko, rauf und runter, ohne dass wir was dazu getan haben. Und so wussten wir, hey, das 90er-Ding müssen wir machen und haben dann weitergemacht. Wir haben uns alle Nummern, die interessant sind, angeschaut, vieles probiert. Die Dinge, die Songs, wo es nicht geklappt hat, haben wir einfach zur Seite gestellt. Und dann gab es Songs, die haben wir dann angesprungen und die haben wir dann gemacht. Zum Beispiel Bongo Bong ist so ein Song, den ich sehr gerne mag, unsere Version. Die basiert sehr auf der alten, aber hat einen ganz neuen Vibe bekommen. Und hat einfach Spaß gemacht, die 90er so, ich würde sie sagen, nicht zu vergewaltigen, sondern sie einzugliedern in die Zeit, in der wir jetzt sind. Nichts zu verlieren, so dass die Leute, die es nicht erlebt haben, einen kleinen Einblick bekommen, ohne das Alte hören zu müssen. Denn es ist schon so, dass man, wenn man diese alten Lieder hört, die Originalversion, man stört sich dann an den Klängen oft, weil die eben nicht zeitgemäß sind oft. Ne? Mhm. Jetzt haben wir es eben justiert. Aber jetzt hast du ein neues Album rausgebracht und ich kann mich erinnern, dazu mal bei deiner ganz großen Zeit mit deinem Riesenhit Mambo Number 5, da hast es möglich oder hat Situationen gegeben, da bist du am selben Tag am Frühstück in London gewesen und dann gleichzeitig in New York am gleichen Tag. Hey, das muss ja Stress und Horror pur gewesen sein. Das war es auch. Nur dachte ich eben mit meinen 24 Jahren, du musst dir vorstellen, 24 Jahre alt, du hast jahrelang in einem Keller Musik gemacht, auf einmal geht die Tür auf, du hast die Chance, weltweit eine Marke zu setzen. Also es macht auch einen Unterschied. Deswegen jetzt, 20 Jahre später, bin ich in Frankreich, spiele auf den Philippinen oder in Mexiko und das ist aber auch dem geschuldet, dass ich damals überall hingegangen bin. Ja? Ich habe den Stress quasi angenommen. Wie du schon erzählt hast, ich war auf der Concorde, bin von London nach New York, am gleichen Tag zurück nach Paris. Ja? Habe manchmal zweimal am gleichen Tag gefrühstückt. Solche Sachen, wo du nicht weißt, wo wache ich denn jetzt hier auf, wo bin ich? Und das, ich weiß noch, ich dann in New York das erste Mal, also das erste Mal quasi Promotour und die Leute kannten alle schon die Musik. Ja? Und dann treffe ich als ersten Don King, ja, den Manager von Mike Tyson und Muhammad Ali, oh. Von der Radio City Hall. Ja? Der kleine Junge aus München auf einmal ist dort. Ja? Und er so, hey Lou, how you doing? Welcome to America. Und du bist natürlich geflasht auf einmal. Ja? Du bist vollkommen in dieser Welt drin. Du warst gerade noch am Sterbebett deines Papas. Ne? Und hattest auch, es gibt auch Existenzängste, bevor die Musik rauskommt. Weil kurz bevor so ein Hit, jeder weiß in der Musikwelt, dass da ein Hit rauskommt bei einer Platzierung. Du weißt das vielleicht ganz gut. Und es gibt Leute, die versuchen, das zu verhindern. Das wusste ich auch nicht. Ne? Es ging ein Gerücht um, dass man zum Beispiel mich ersetzen wollte, ne? Also, weil ich ja nicht berühmt war und einem berühmteren Menschen den Song singen lassen wollte. All diese Dinge kamen auch noch auf vor der Veröffentlichung, ist zum Glück nicht passiert. Also hatte ich Existenzängste und dann
tust du alles, damit du dieses heiße Eisen, was du eindeutig hast, auch schmieden kannst. Deswegen bin ich geflogen bis zum Herzinfarkt, wortwörtlich. Und das bist ja mit 21 Nationen auf Platz 1 gewesen. Und das ist natürlich ganz klar, das verändert deine Musiker natürlich brutal. Du warst ja vorher so mittelloser Musiker und dann gleich den ersten Scheck zu bekommen mit einer Summe, die man überhaupt sich gar nicht vorstellen konnte vorher. Ja, das war natürlich wow, das war natürlich Wahnsinn. Diese erste Jahr, du musst dir vorstellen, alles ist neu. Ja? Also, man sagt, Concorde fliegen war neu, die erste Summe auf dem Scheck war neu. Ja? Und damit musst du erstmal lernen, zurechtzukommen. Es war nämlich, wie du schon gesagt hast, kein normaler Start, sondern es war wirklich, ich sag mal, der Satellit wurde in die Umlaufbahn geschossen. Und dann musste ich zurechtkommen damit, dass ich auf einmal eben nicht in München bin, sondern mit Don King oder Prinz Albert oder so weiter auf einer Yacht stehe. Und auf einmal bist du das heißeste Exportgut der Nation. Und du folgst mit Kameras und all dem. Das war alles super neu und auch super interessant. Lou, was hast du dir als allererstes gekauft, als du diesen Scheck vor dir hattest? Weißt du das noch? Das erste war für mich persönlich, ich weiß noch, dass das Haus für meine Mama das erste war. Das habe ich immer gedacht, dass ich das machen wollte, damit sie quasi etwas hat. Und aus Dankbarkeit halt. Und für mich persönlich das Erste war ein Cabrio. Ich kann mich noch erinnern, ein Mercedes-Cabrio. Ich habe es nicht ganz übertrieben. Ich habe quasi so einen relativ kleinen Roadster oder was das war, mir geholt. Ja? Ich wollte schon Cabrio fahren, aber ich habe es nicht total übertrieben am Anfang. Wie war das eigentlich? Damals musste es ja richtig funktionieren. Du hattest wohl wahrscheinlich kaum Schlaf und Alkohol hat dir wahrscheinlich auch ab und zu gesetzt. Wie bist du damit fertig geworden? Ja, erstmal mit 24 ist es einfach, dein Körper regeneriert nach Nächten. Wunderbar. Es ist oft so, du hast Shows, sagen wir jetzt mal in New York, ja, und dann sind interessante Leute da, die du sonst nur aus dem Fernsehen kennst. Und du hast da die Möglichkeit, weil du ja gemeinsam eine Klasse bildest, Backstage, mit denen eine Nacht durchzufeiern. Oder du gehst ins Hotelzimmer und schläfst. Ich war 24 und ich dachte mir, hey, das muss ich jetzt sehen. Ja? Also bin ich oft geblieben bis 3, 4, 5 Uhr Nacht. Und die Nächte waren oft sehr, sehr lang und sehr, sehr verrückt. Das geht 1, 2 Jahre gut, bis dann der Körper sich gemeldet hat auf Natur und gesagt hat, Louis, jetzt setze ich dich außer Kraft, ich bin umgefallen. Ja, man hat mir gesagt, das war ein Herzinfarkt. Dort, wo du einen Herzinfarkt hast. Das war das Erste. Genau, das war in Philadelphia. Ich kann mich noch gut erinnern, auf der Tour. Und bin umgefallen einfach. Ich wusste nicht, dass ein Herzinfarkt ist. Das hat mir dann später gesagt. Aber es hat gereicht, um mir zu zeigen, jetzt musst du ein bisschen ruhiger werden. Auch dein junger Körper schafft es so nicht mehr. Und es gab Leute, die haben mir diesen Ratschlag schon vorher gegeben. Peter Meisel, den kennst du bestimmt, den alten Mann. Peter Meisel, er wurde das Ohr genannt. War ein ganz großer Mann in der Musikindustrie in Deutschland. Und er hat viel dieser Bands damals mitbekommen. Auch Milli Vanilli zum Beispiel. Ja, das hat er alles schon vorhergesagt. Und hat zu mir gesagt, du musst jeden Monat zumindest 2, 3 Tage für dich haben, wo du wirklich nichts machst und dich regenerierst. Wenn du das nicht tust, wirst du das bezahlen. Das hat er mir noch gesagt vorher und er hatte recht. Hm. Hattest du in dieser Phase auch relativ mal Depressionen? In dieser ersten Phase, ich würde es nicht Depressionen nennen, es ist einfach nur so, dass du manchmal, wie gesagt, an einem Hotelzimmer aufwachst in Monaco, ja, und du bist allein. Und du warst auf und du möchtest das alles teilen. Ja? Du kannst es aber nicht immer teilen, weil du jetzt da keine Person hast. Und du funktionierst ja auch. Ne? Die Pläne sind immer so, peng, 14 Uhr da, 15 Uhr dort, 16 Uhr nächster Ort. Ja? Also es ist nicht immer so, dass man relaxen kann oder Leute tiefer kennenlernen kann. Und das kann nach einer Zeit schon, sag ich jetzt mal, ermüden. Nennen wir es mal ermüden. Es hat nicht so die Depression für mich am Anfang gegeben, aber Ermüdungen. So nach einem Jahr. Ja. Ist es nicht so, dass eigentlich bei einem Mega-Erfolg die Wahrheit dir eigentlich niemand sagt? Denn du bist ja generell immer der Beste. Exakt. Du bist immer der Beste. Keiner sagt dir irgendwas Müdes. Du merkst es nur, wenn du irgendwas nicht so gut gemacht hast. Man hat ja ein eigenes Gewissen und weiß das. Und das ist eine Sache. Und die zweite Sache ist, ich hatte einen Kollegen, der in dieser Zeit auch auf Promotour war in Amerika. Dieser Kollege ist vor ein paar Jahren verstorben. Ich glaube, man nennt es einen Selbstmord sogar.
Ja? Er war der Leadsänger einer Gruppe, Linkin Park, sagt euch vielleicht was. Und mit denen habe ich öfter mal promomäßig in den Bus gesessen oder wir sind im gleichen Flieger gewesen. Und wir haben uns öfter auch über dieses Thema unterhalten. Alleine das Adrenalin, was du nach einer Show hast, wenn du eine Stunde Musik gemacht hast mit Publikum, ja, das ist ja immer das Tollste. Laue Sommernacht, ja, und du spielst und du willst gar nicht aufhören, weil das Publikum und du, ihr werdet adrenalintechnisch irgendwie auf eine Ebene gesetzt. Und dann kommst du in dein Hotelzimmer, schließt die Tür, bang, bist alleine mit dir, ja. Wir Künstler sind oft welche, die aus einer Kindheit kommen, sag ich mal, die suboptimal war. Deswegen sind wir auch Künstler geworden. Ja? Und haben oft nicht gelernt, wie man dann mit diesem Gefühl umgeht. Wenn man dann quasi hinter der Hotelzimmertür ist, das Adrenalin ist noch da, du möchtest es teilen, bist aber alleine. Ja? Ich will das jetzt nicht dramatisieren, aber das war ein Gespräch, was wir geführt haben. Und Jahre später hat er leider das wahrscheinlich nicht mehr aushalten können, unter anderem. Und das hat ihm das Leben gekostet. Er ist auch nicht der Einzige. Das hat mich sehr berührt, weil wir dieses Gespräch mal geführt hatten. Und das wissen Menschen einfach nicht. Dieses Adrenalin alleine und dann das Alleinsein, das muss man wirklich lernen auszugleichen. Ja, und nicht jeder hat die Mittel dazu von Kindheit an mitbekommen. Wenn du so ein mega... wenn du so ein bin ich ganz schön mega in die Tiefe gegangen. Wenn du so ein mega, ist ja wunderschön so. Ich meine, wenn du so einen mega Erfolg hast, da lächeln dir auch sehr viele Schönheiten natürlich auch zu. Und das ist nicht immer einfach. Du hast eine liebe Frau, wie ich mitbekommen habe, und glaube, die hat dir in der ganzen Zeit auch sehr viel gegeben. Oh ja. Oh ja. Als sie kam dann zur richtigen Zeit, kam dann wirklich in der Zeit, nachdem 9-11 passiert ist. 9-11, musst du wissen, war für mich eine Zäsur. Das zweite Album sollte Ende September 2001 mit großen Fanfaren in Amerika rauskommen und veröffentlicht werden, weil es das Nachfolgealbum zu Mambo war. Ja, große Erwartungen und so weiter. Und dann passiert das mit den Türmen und den Flugzeugen und die ganze Welt war auf einmal verändert. Ja. Das hieß für mich, keiner wollte freudige Musik, Tanzmusik veröffentlichen für eine lange, lange Zeit. Es hieß für mich, keine Veröffentlichung vorerst oder dann in Europa und kleiner oder sowas. Ne? Und das hat mein Leben verändert. Und in diesen Jahren zwischen 2001 und der Zeit, wo ich meine Frau kennengelernt habe, ich denke, das war für mich die schwerste Zeit. Weil, wie gesagt, 2001 hat meine Karriere mit verändert und ich musste lernen, einen neuen Weg zu bestreiten. Und das war nicht so ganz einfach, sage ich mal. Und dann kam sie aber in mein Leben und das war super, weil endlich hatte ich jemanden, mit dem ich das alles teilen konnte. Wie war das im Prinzip in der ganzen Branche? Hast du sicher jetzt vor allem in deinem Status sehr viele sogenannte, wie soll ich das sagen, falsche Freunde kennengelernt? Oh ja, auch ein Kapitel in dem Buch, was irgendwann mal rauskommt. Falsche Freunde, das gehört dazu. Ja. Ich glaube, das ist sicher spannend. Bist du dran an einem Buch? Ja, dran an einem Buch. Ich erzähle einer lieben Frau, die mir hilft dabei beim Schreiben, weil ich noch nie ein Buch geschrieben habe, meine Lebensgeschichte quasi. Und da fischt man vieles aus seinem Unterbewusstsein raus, was man eigentlich schon verdrängt hatte. Und falsche Freunde sind ein wichtiges Kapitel, weil das jeder von diesen Stars, ja, egal wen du da siehst, die Messis, die jetzt nach Paris gegangen sind, also die Fußballer oder Sänger oder Schauspieler, alle sind quasi umringt oft von falschen Freunden. Das Problem ist, du weißt das in dem Moment nicht und die Personen selber wissen das oft auch nicht, weil sie führen nur das aus, was sie eigentlich ausführen müssen. Sie geben dir aber zumindest das Gefühl, du bist nicht alleine. Und, ja. Aber da muss ich sagen, so, das bedeutet, das ist ein Handel. Ja. Ich komme jetzt auf das ganz entscheidende Thema Malediven zu sprechen, weil Malediven hat dich oder dein Leben total verändert. Da musst du mal einiges sagen dazu. Ja, ich war dann, das ist jetzt vor circa 7, 8 Jahren, ne? Meine Ehe war quasi am Boden. Ja, und wir entschieden uns dazu, einmal noch auf die Malediven, wir waren da immer ganz gerne und haben abgeschaltet, zu fliegen und vielleicht dort zu reden und irgendwas zu verändern. Aber die Wahrheit war, dass bei mir nichts zu verändern war, weil ich es nicht konnte. Ich konnte aus mir heraus nichts verändern. Ich wusste noch nicht mal wie. Und dann waren wir auf die Malediven und es war 7 Tage Regenwetter anstelle von Sonnenschein.
ihr müsst euch vorstellen, ich würde dann quasi in diesem Haus eingesperrt. Ja, Malediven sind nicht groß, da kannst du nicht viel machen, nicht Fernsehen, nichts. Ne? Und dann war ich dort und dann lag da eine Bibel und als einziges Buch auch. Und ich habe das erste Mal angefangen zu blättern und habe gleich die richtigen Seiten gefunden, welch Zufall, die mir geholfen haben. Ich habe das allererste Mal in meinem Leben meinen eigenen Stolz abgelegt, weil ich nicht mehr wusste, wie ich diese wunderbare Ehe retten kann, und habe um Hilfe geschrien. Und zwar: Gott, hilf mir, wenn du existierst, zeige dich jetzt, jetzt brauche ich dich in meinem Leben das erste Mal. Ich kann nicht mehr tragen, was ich da auf den Schultern habe. Ja, dieses Gefühl hatte ich. Und dann kam er tatsächlich. Ich habe eine Umarmung bekommen, eine übernatürliche Umarmung, die mir gezeigt hat, das ist der Weg. Wie er schon sagt in seinem Wort, was ich nicht kannte, was ich das erste Mal eben da gelesen habe, ist, wenn du Buße tust, ihn anrufst und ihn treffen möchtest, dann wird er sich zeigen auf eine Art. Und auf diese Art hat er sich mir gezeigt. Was hat es bei mir verändert? Ich hatte in diesem Moment sofort ein sogenanntes fleischliches Herz. Es war nicht mehr versteinert, so wie vorher. Ich weiß, das ist schwer zu verstehen, aber das ist die biblische Sprache. Es fühlt sich an, als ob du endlich gefüllt bist mit dieser Liebe und mit diesem Frieden, den du immer gesucht hast. Ja, jeder von uns. Egal, wie viel Geld du hast, wie viel Status du hast, darum geht es gar nicht. Das habe ich rausgefunden. Das füllt nicht die ganze Leere in dir. Ja, es kann dich ablenken und es kann dir helfen, gewisse Freiräume in deinem Leben zu erkämpfen. Aber diesen Frieden, den ich dann hatte, den hatte ich in dieser Nacht umsonst bekommen. Und meine Frau am nächsten Tag, sie hätte geschlafen, als das passiert ist. Und ich habe die Nacht durchgeweint. Aber es waren Tränen der Freude, nicht des Verlustes. Und am nächsten Tag sah sie mich an und hat sofort verstanden, was passiert ist. Denn ihr passierte das schon ein Jahr vorher. So gesehen, ein sehr verrücktes Happening in meinem Leben, aber ist das Größte gewesen. Aber bei deinem Hit Mambo Nummer 5 gibt es nämlich eine Textzeile. Und das war ja nach dieser Zeit, weil ich zitiere, so in etwa, auf Deutsch kommt in einem Text vor: Bitte, Herr, vergib mir das Flirten, das Ganze ist ja nur ein Sport. Und das ist eigentlich doch schon, oder da hast du dich noch mit der Bibel noch nicht beschäftigt? Wunderbar, dass du das erkannt hast. Und das wurde mir danach offenbart, dass ich quasi mit 22 Jahren diesen Text geschrieben habe und mir nicht bewusst war, was ich da sage. Und zwar tue ich dort schon, jedes Mal, wenn ich diesen Song singe, Buße für das, was ich wirklich die ganze Zeit mit mir mitschleppe und eigentlich gar nicht tun will. Ich bin eigentlich ein super monogamer Mensch, der in einer Ehe nur glücklich ist. Aber ich habe dieses Leben auch wirklich geführt und mein Papa davor ja auch. Also habe ich unbewusst immer schon Buße getan. Please forgive me, Lord. Und das in einem Sommerhit, unerkannt. Ja? Und das war sehr verrückt. Ja? Und ich kannte ihn nicht und ich war auch biblisch quasi ein Analphabet, als ich das geschrieben habe. Aber der Lord hat sich da verewigt. Ich finde das fantastisch. Und was noch dazu kommt, haben mir Menschen geschrieben, auch sehr witzige Anekdote, das Wort Mambo ist im Kreolischen, hat es eine Bedeutung. Und zwar bedeutet das Gebet oder Gespräch mit Gott. Das wusste ich nicht. Mambo ist im Kreolischen bedeutet, das ist okay, Wahnsinn. Und die 5 ist die Zahl der Gnade. Auch das wusste ich natürlich nicht. Im Nachhinein würdest du sagen, dass Mambo Number 5 eher ein Segen oder ein Fluch war? Absoluter Segen. Ich könnte mir Leben ohne diesen Türöffner überhaupt nicht vorstellen, wie das gelaufen wäre. Es ist so, guck, nach 22 Jahren, und das ist, hat damit zu tun, dass es so zeitlos ist, dieser Song. Nach 22 Jahren öffnet er immer noch Herzen, auch von Menschen, die noch gar nicht auf der Welt waren. Ich weiß nicht, wie der Song das macht, aber die ersten Töne reichen schon. Und egal, welche Rasse, Klasse, Altersunterschiede da sind, alle sind vereint in dieser Freude, die übernatürlich ist. Und deswegen kann es nur ein Segen sein. Ich habe das vielleicht manchmal am Anfang anders gesehen, aber ich hatte ein Gespräch mit Usain Bolt, dem Weltrekordler, über 100 Meter Mann. Ja. Ja, das hat mich auch weitergebracht, weil wir sind da Geistesbrüder. Er wusste in dem Moment, wo er diesen fantastischen Weltrekord gelaufen ist, wusste er, das ist mein Tag, so schnell werden meine Beine nie wieder getragen werden. Ja? Nie wieder werde ich so schnell laufen können, aber ich genieße es. Ja? Die Menschen werden jetzt bis zu seinem Tod ihm immer wieder dieses Video zeigen, seinen Weltrekordlauf. Und das ist gut so. Man muss das als Segen sehen. Wenn man damit lebt und sagt, ich will diese Zeit schlagen, das ist noch nicht das Beste, was in mir steckt, dann tust du so einem übernatürlichen Moment
nicht gut. Und warum noch ein Pfeifen so ähnlich? Ich kann nur einmal in meinem Leben eine First Impression machen, weißt du? Dich überraschen und sagen, hey, ladies and gentlemen, das ist Mambo Number 5. Das ist wieder eine große Liebe. Wenn du den ersten Mal Mambo Number 5 gehört hast, ich würde mal sagen, viele haben sich verliebt gleich in den Song. Zumindest wussten sie, es ist was Besonderes. Und das kannst du nur einmal mit einem Song oder auch mit einer Person machen, den ersten Eindruck. Und ja. Lou Bega, ich glaube, ich könnte Stunden mit dir diskutieren. Das ist so spannend, mit dir zu diskutieren. Aber ich glaube, das nächste Mal vertiefen wir uns, wenn du hier auf dem Sofa sitzt, wenn du das nächste Mal in die Schweiz kommst. Also würde mich riesig freuen. Mache ich gerne, auf alle Fälle. Mir gefällt das Interview auch. Du, Lou, alles Gute für dein neues Album. Toi, toi, toi. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir Zeit genommen hast, auch mal für die Alpenwelle wieder da zu sein. Danke vielmals, Lou Bega. Jederzeit. Ich komme gerne auch körperlich vorbei demnächst. Danke, liebe Zuschauer. Das war es vom Schlager Express. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander. Dankeschön.